Hallo, es geht weiter. Gegen den bösen Arschikopfi. Warte mal, gegen den Dude. Rajang. Ja. Ich mag ihn nicht. Der Schrei des Rajang, genau, ist die richtige Quest. Ich habe ein bisschen Zeug mitgenommen. Fallgruben, Schockfall, Nullbär, Mega Panzerhaut sogar und ja, Beruhigungsbomben, dass wir auch ihn schneller fertig haben. Ich hoffe, die Folge geht so kurz wie nur möglich, denn dieser Kollege ist böse für mich. Ich habe nicht viel Erfahrung gegen ihn. Ich habe ihn sehr, sehr, sehr selten in diesem Spiel mal bekämpft. Eigentlich kaum. Und ich muss sagen, Moment. Ich habe ihn davor, okay, ich habe ihn schon in Dingens bekämpft, in Monster Hunter 4 Ultimate. Nicht viel, nur sehr wenig. Oder recht, ja, kaum eigentlich. Und da habe ich ihn auch nicht wirklich geschafft. Ich hatte auch keine gute Ausrüstung für ihn, um ehrlich zu sein. Ich habe es auch nicht oft versucht. Ich habe es, glaube ich, zweimal versucht. Und da ging mir so auf die Nerven, dieser behinderte Affe, dass ich einfach gesagt habe, nee, den mache ich einfach nicht, weil ich ihn nicht mag. Ist jetzt hier doof, weil er eine Key-Quest ist. Und wir müssen ihn machen. Ist er in Gebiet 7 gewesen? Ich glaube. Er ist jedenfalls unglaublich nervig und holy fuck, er ist noch um einiges größer, als ich ihn in Erinnerung habe. Ich werde ihn gleich mal Farbballen, Affinitätsöl draufhauen, vielleicht noch schärfen. Eigentlich sollte ich davor schärfen und so Zeug machen, aber ich will nicht, dass er weghüpft, weil das wäre nervig. Hallo. Ich sollte ganz gut Verteidigung haben. Danke. Ich habe jetzt verdammt viel Verteidigung. Affinitätsöl, wo bist du? Oh, hallo. Rajang ist immer so ein hyperaktives Stück Dreck, oder? Er ist halt, er macht sein Damage ist halt unglaublich. Ich hoffe, durch Panzerhaut und Verteidiger plus Essen und alles Mögliche, dass wir doch kein zu großes Problem haben mit dem Schaden, dass wir nicht zu viel einstecken müssen. Ich habe alles auf Verteidigung gemacht, was man so machen kann und unsere Power. Aha, sehr gut. Ich habe, das ist vom Schaden okay. Er ist noch nicht wütend und das ist nicht mal sein böser Angriff. Aber es ist voll okay. Puh. Ich habe wirklich Verteidiger L gegessen, ich habe die Mega-Panzerhaut genommen, ich habe, was weiß ich, ich glaube, okay, das war vermutlich alles, weil ich viel mehr nicht machen kann. Und jetzt, okay, okay, jetzt wird's böse, vor allem, wenn er seinen Elektroangriff macht. Aber ja, ich bin vorbereitet, mehr oder weniger. Oh. Ah, ja genau, das macht er ja auch, ja, er hat Spaß mit Steinen. Und ich hoffe, okay, ich kann auch wegrennen. Ich muss nicht hüpfen. Oh, der hat solche Arschloch-Angriffe da. Ich mag diesen Drehangriff gar nicht. Der ist super nervig. Und. Oh! Das war auch. Okay, er wird gefährlich. So, sein Schweif ist übrigens einer seiner Schwachstellen. Da einfach draufhauen, wenn er könnt. Oder sobald ich weiß, das ist einer seiner Schwachstellen. Da blutet es auch sehr stark. Und sonst vermutlich sein Kopf, bin ich mir aber nicht ganz sicher. Aber ich weiß nicht, ob man vor ihm stehen will. Vermutlich nicht. Vor allem, wenn er sowas macht. Viele finden ihn super mega easy. Weil er die ganze Zeit D-Move macht. Aber ja, ich habe etwas schlechtere Erfahrungen mit ihm. Vor allem, wenn er sich nicht entscheidet, D-Move zu machen. Aber schauen wir mal. Ich mag ihn nicht. Du, ich weich sogar aus. Wie soll ich denn, wie? Oh, oh. Ihr merkt, ist nicht mein Gegner. Fuck you, Rajang. Du und deine ganze Familie und alles, was dich ausmacht. Okay. Ja, ich habe gelernt, wenn ich nicht in seiner Nähe bin, soll ich die Waffe nicht gezückt haben. So, ich brauche Wettstein. Okay. Ah, du Fucker. Eigentlich sollte ich Affinitätsöl einsetzen. Huh, das war knapp.
Ich hasse ihn. Wie soll ich ihn... Nein. Ich meine, ich roll sogar weg. Bin... Ich brauche die Katzen. Ich... Oh mein Gott. Ihr merkt, ist nicht unbedingt das, was sicher ist. Ja. Ich bin jetzt nicht unbedingt der Beste gegen ihn. Fuck you. Ich habe auch mehr oder weniger keine Ahnung von seinen Angriffen. Außer, dass er einen fucking Laser hat und manchmal rumhüpft wie ein Arschloch. Und halt seinen Erdbeben-Move macht. Oh. Junge. Okay. Kann ich... Ich wollte noch ein Wagemutstil einsetzen. Aber leider braucht das Affinitätsöl anscheinend 1 Million Jahre. Ja, verpiss dich doch. Genau. Ich hasse die Monster. Immer wenn ich Affinitätsöl drin habe, dann hüpft sie einfach weg. Und schaut euch den Piss an. Wie einfach 10 Kilometer in die eine Richtung hüpft. Heilige Pipi-Smell. Bupipu, was weiß ich. Fällt nichts ein. Kaltgetränk haben wir, glaube ich, genommen. Ja. Bevor ich da reingehe, werde ich jetzt gleich nochmal ein Affinitätsöl einsetzen. Und dann schauen wir mal. Oh Junge. Oh Junge. Rajang, du stinkst. Ich weiß nicht. Gibt es alle, die den wirklich mögen? So, also super cool finden, Lieblingsmonster-mäßig. Oder was denkt ihr von ihm? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass er recht beliebt ist. Der ist ja auch in World reingekommen. In Iceborne. Wobei ich da vermutlich auch nicht sehr viel Spaß mit ihm haben werde. Aber ja, hallo. Er ist ein Arsch geworden. Oh, Vorsicht! Macht er es nicht sogar? Okay. Ich dachte, der macht nach dem Move manchmal noch so einen doofen Erdbeben-Move. Okay. Ich muss einfach mal einen Wagemutstil für mich benutzen, auch wenn ich dadurch wahrscheinlich doch recht Schaden bekommen werde. Also Red Damage. Oh. Waffenstärke gesunken. Ist nicht so schlimm. Sollen wir jetzt auf ihn draufhauen können? Oh. Okay. Ich muss einfach immer, wenn ich mir unsicher bin, Wagemutstil einsetzen. Vielleicht bin ich dann etwas sicherer. Was auch immer der gerade macht. Ist er behindert? Okay. Sonst geht's dir gut. Weil jetzt dreht er sich um. Oh, ich hasse ihn. Okay, das war jetzt auch nicht so schlau von mir. Ich brauche meine Waffe draußen. Wenn ich meine Waffe draußen habe, dann kann ich Wagemutstil ansetzen. Ja, ja, mach ruhig deinen dreckigen Laser-Move. So. Ausdauer brauche ich auch gleich wieder, wobei das nicht so wichtig ist. Wichtigeres. Oh. Okay. Er trifft mich auch nicht. Okay, das ist gut zu wissen. Manche Gegner haben solche Mehrfachangriffe. Und wenn die in dem Mehrfachangriff meinen Wagenmuster erwischen, dann machen die das so getimed, dass ich trotzdem noch erwischt werde. Also wenn ich gerade eigentlich am Ausweichen bin. Was sehr nervig ist eigentlich. So, ist es bei ihm anscheinend nicht der Fall, was cool ist. Ja, sehr gut. Falle. Oh, das wollte ich nicht. Egal. Oh, alles gut. Oh, ach ja, scheiße, Mann. Den kann man ja gar nicht fallen. Was ist, wenn er pennt? Oder waren das nur Fallgruben, die nicht funktionieren? Scheiße, ich habe das komplett vergessen. Das war ja auch eine Sache. Gab's ja. Oh je, oh je. Ach, ich hasse ihn doch so sehr. Ey, zum Glück habe ich das gerade durch die Katze erfahren und habe meine Falle nicht eingesetzt. Aber ich habe eine Falle mitgenommen. Und wir müssen, falls er pennt, schauen, wie es ist mit Elektro. Huhuhu. Mit der Schockfalle. Ah! Du! Huhu! Hallo? Schau euch an.
Wie hyperaktiv. Hüpfst du weg? Ne, der holt sich ein Steinchen. Ist nicht so schlimm. Da können wir mehr oder weniger ausweichen. Wee, bon, bon. What the fuck passiert jetzt? Oh, oh. Warum? Er hat einen zweiten Akro-Modus? Ich dachte, Elektro ist ein Akro-Modus. Scheiße, das wäre wieder Zinogre. Hallo Rajang, wobei ich mir unsicher bin, wer zuerst kam. Vermutlich Rajang. Weil vom. Das merkt man auch an. Hoppala. An vielen Monstern merkt man, dass sie einfach uralt Monster sind. Weil sie vom Design her. Ich sag mal, weniger interessant sind. Weil ich meine, ja, cool. Affe. Interessant allein deswegen, weil es ihn nicht so oft gibt. Sein Character-Type. Fuck. Ball ab. Aber. Er ist halt im Endeffekt, haut drauf und Laser schießen, mehr nicht. Die zwei Sachen kann er einfach nach vorne hauen und Laser schießen. Okay, genau, genau jetzt. Mann, ich muss ihn vermutlich auch bald wieder... Oh, okay, er ist nicht mehr arschig. Muss ihn bald vermutlich wieder painten. Ah, du Fucker! Scheiß Fisch! Hier auch! Das letzte Mal ging uns schon richtig auf die Nerven. Und jetzt auch. Heilige Scheiße, Mann. Bitte sag mir, dass du bald am Humpeln bist. So, was wir nehmen sollten, ist noch ein Affinitätsöl. Aber jetzt, wo er das Gebiet gewechselt hat, wird er nicht so oft schnell nochmal das Gebiet wechseln. Sagte er, ohne zu wissen, dass er vermutlich gleich das Gebiet wechselt. Weil volles Leben. Ich habe übrigens Nullbär mitgenommen, falls ich vom Laser erwischt werde. Weil ich dachte, dass der Laser Elektro-Schaden macht. Oder Elektro-Element immerhin. Bin mir nicht ganz sicher, was für ein Element das ist. Oh, fuck. Na, ja, da kann ich nicht hin. Da ist der Ausgang von diesem Ort. Kannst du dich bitte woanders bewegen? Vielen Dank. Oh, das ist jetzt doof. Ist gut. Oh, scheiße. Nein! Ich hasse ihn! Wieso kann der einfach predikten, wo ich hingehe? Also der geht, schießt ja nicht dahin, wo ich war, der schießt einfach in die Richtung, wo ich hinroll. Aimbotter! Aimbotter! Scheiß Affe! Jetzt nicht. Da ist nicht meine Katze! Ist da eine Katze? War da eine Katze? Ist die Katze kaputt? Bin unsicher. Okay, er ist wieder im Arschloch-Modus. Das heißt, der kann mich mal so kreuzweise. Versuche, keine Ahnung, was ich mache. Ich bin. Hier will ich vermutlich nicht sein. Angriff! Ja! Umgeflogen! Was ein Opfer! Er ist nicht lange geblieben. Auf dem Boden. Aber hey, immerhin. Huh! Na, 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 na! Da, 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 du Opfer! Oh! Ja, ja, was hast du denn vor? Boom. Schade, dass meine Schärfe genau jetzt weg ist. Aber egal, Angriff! Er humpelt! Ja, Mann! Ich mach gut Damage! Verpiss dich! Genau, da wo du hingehst. Fuck, wo ist er jetzt hin? Genau, jetzt ist der Fahrball weg! In die Richtung ist ein Gebiet 5. Wenn ja, warum? Aber egal. Ich denke, er ist in Gebiet 5 rein. Oh mein Gott! Ja, da ist er. Wir werden vermutlich auch nicht schlafen wollen. Kann ich denn eine... Kann er da rein? In eine Schockfalle. Komm hierher! Nicht schießen! Oh, kannst du eh nicht, weil du ein Opfer bist. Ein dreckiges... Schau dich an! Du bist ein dreckiges Opfer. Danke. Okay. Fuck you. Ja, Mann! Oh, doch so schnell! Schau dich an! Schau dich an! Oh, weißt du... Weißt du was? Es wird echt wundervoll zu sehen, wie du jetzt in irgendeinem Labor bist. Und irgendwie Versuche mit dir macht. Das ist ein bisschen assi. Vermutlich. Aber hey, der hat uns gelasert. Das dürfen wir sagen. Heilige Scheiße. Ich weiß nicht. Rajang. Hoje. Vielleicht... Vielleicht werde ich lernen, ihn cooler zu finden, wenn ich ihn in den Eiswand bekämpfe. Aber ja, hat übrigens
war vom Spaß her sogar ganz okay. Ich hab erwartet, angepisster zu sein. Aber in Monster Hunter 4 Ultimate hat er mich mehr oder weniger gewonhittet. Und hier hatte ich wenigstens eine Rüstung, die nicht komplett nutzlos ist. Also ja, oh, ich bin happy. Also, Discord-Server in der Beschreibung. Und ja, ich bin jetzt die Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.